In Assassin's Creed gibt es traditionell eine Action-Komponente, die sehr wichtig ist. Aber es gibt auch einen sehr besinnlichen Aspekt. In der Discovery Tour möchten wir das Hauptaugenmerk wirklich auf die Entdeckung und das Lernen legen. Und plötzlich befindet man sich nicht mehr im Spiel. Man ist einfach in Ägypten, genießt es, betrachtet die Welt wie niemals zuvor. Es begann 2014, als uns eine Reihe von Lehrern kontaktierte, die sagten, hey, wisst ihr was? Es wäre toll, wenn ihr für uns einen Modus einbauen könntet, damit wir es im Unterricht verwenden können. Seitdem hatten wir das im Hinterkopf. Wir dachten, okay, wie können wir das Spiel anders machen? Wir wollten etwas, das Schüler interessiert, aber auch für unsere Spieler interessant ist. Die Idee dahinter ist, die gesamte Welt mit anderen zu teilen, ohne umfangreiche Erzählung oder Kampfsteuerung, die höchstens hinderlich wären. Wir möchten, dass ihr einfach die Welt genießen könnt, wobei die Interaktivität des Spiels erhalten bleibt, was, wie ich denke, sehr wichtig für so ein Tool ist. Abgesehen von der Erkundung der gesamten Welt beschlossen wir, mehr als 75 nach Themen geordnete Touren hinzuzufügen. Bei den meisten Touren geht es um die Architektur, die Bevölkerung, den Alltag. Aber wir haben auch spezielle, klar zu identifizierende Stationen, an denen wir mehr über den Entwicklungsprozess erzählen wollen, damit die Menschen die Entwicklung eines Videospiels ein bisschen besser begreifen. Dank der Discovery Tour können wir sehr proaktiv sein, was die Weitergabe von Informationen betrifft. Wir wollen, dass man versteht, dass es künstlerische Freiheit ist, wenn wir die Pyramiden ein wenig höher gestaltet haben, damit man sie von Weitem erkennen kann. Aber die Dimensionen der Pyramiden stimmen und die Art, wie wir sie gebaut haben, basiert auf dem heutigen Wissen. Schon sehr früh wussten wir, dass es interessant ist, eine externe Sichtweise auf das zu haben, was wir tun. Einen Wissenschaftler mit seinem Team zu haben, der unser Produkt von außen erforscht, ist eine tolle Sache. Beim Spielen entscheiden wir, was geschieht. Wir denken und handeln gemäß diesen Gedanken. Wir sind gebannt, weil die Welt interessant und schön ist, aber auch, weil wir Akteure in dieser Welt sind. Wenn ein Schüler bereits an den Details dieser Welt interessiert ist und jemanden hat, der ihn hindurchführt, dann können wir den Lerneffekt maximieren. Das bedeutet, dass ein Schüler, der alleine diese geführten Touren mitmacht, eine Menge lernen kann, ohne dass ihm zwangsläufig jemand sagen muss, das hast du zu lernen. Sie haben eine Welt rekonstruiert, die nicht mehr existiert. Wenn wir unterrichten, versuchen wir ihnen zu helfen, sich diese Art von Umgebung vorzustellen. Aber sie gleichzeitig zu sehen, das ist etwas ganz Neues für Lehrer und auch wirklich hilfreich, denn Schüler werden mehr vom Lernstoff behalten, wenn sie ihn hautnah spüren können. Wir sind wirklich hier, um zu sagen, wisst ihr was? Videospiele können mehr als reine Unterhaltung liefern. Ich bin sehr froh über die Qualität und die Quantität von Dingen, die wir den Leuten anbieten, damit sie das alte Ägypten wirklich genießen und etwas darüber lernen können.